Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Ich möchte Ihnen heute zum einen das Ergebnis eines europäischen Projektes vorstellen und in dem sehr stark mit der Frage der Mehrsprachigkeit, der europäischen Zugänglichmachung von ursprünglich einsprachigen Metadaten gearbeitet wurde. Und da das Ergebnis und der Ansatz, den wir verfolgt haben, sehr stark mit dem Projekt verknüpft ist, habe ich den Vortrag anhand einer Reise durch das Projekt gestaltet. Ich verspreche für das nächste Mal, wenn man von einer Institution mit einem langen Namen kommt, mit einem Projekt mit einem langen Namen hat und dann auch noch einen Vortrag präsentiert mit einem dermaßen langen Namen, ich versuche mich beim nächsten Vortrag zu bessern und das wenigstens an einer Stelle kürzer zu halten. Nichtsdestotrotz, über Sprachen hinweg trifft den Ansatz ganz gut und jetzt legen wir los. Einleitend gibt es einen kurzen Blick in das Europeana Collections 1914-1918 Projekt. Dann werde ich gesondert auf die Herausforderung Mehrsprachigkeit eingehen, den Ansatz, den wir im Projekt gewählt haben, darstellen, erzählen, was zwischendurch noch passiert ist, was dazu kam und Ihnen dann die Ergebnisse, wie Sie sie inzwischen alle auf dem Europeana 1914-1918.eu Portal selber nutzen können, zeigen und noch einige abschließende Gedanken als Zwischenfazit präsentieren. Das Projekt und die Ziele. Wir haben begonnen mit der Idee, 2011 425.000 Objekte aus dem Zeitraum des Ersten Weltkriegs anlässlich des 100-jährigen Kriegsbeginns dieses Jahres zu digitalisieren und über das europäische Kulturportal Europeana frei zugänglich zu machen. Der Schwerpunkt in der Digitalisierung lag auf der Alltagskultur. Es haben sich zusammengetan 12 Partner aus 8 europäischen Ländern. Das waren überwiegend Nationalbibliotheken. Und diese Partner haben von Mai 2011 bis April 2014 unter einem EU-Funding zusammengearbeitet. Hier sehen Sie die Herkunft der verschiedenen Partner auf einer Europakarte von 1914 wohlbemerkt. Man sieht also, dass die verschiedenen Kriegsgegner im Konsortium repräsentiert waren und damit und wir uns eben daraus auch erhofft haben, in der Gesamtschau verschiedene Blickweisen, Perspektiven auf den Ersten Weltkrieg präsentieren zu können und zugänglich und zu machen und zu verdeutlichen. Das Projekt ist seit Mai diesen Jahres abgeschlossen. Ich kann Ihnen also zeigen, hier aus dem Europeana Collections 1914-1918 Projekt wurden entsprechend, wie Sie hier lesen können, diese Bibliotheksmaterialien digitalisiert, sind verfügbar, also angefangen mit 10.000 Büchern bis zu über 180.000 verschiedensten Quellen in Bildform, entspricht etwa 1,7 Millionen Scans, davon kommen 7.000 Objekte oder 300.000 Seiten aus der Staatsbibliothek zu Berlin, das ist die Einrichtung, für die ich arbeite, und weiter finden Sie nicht nur die Objekte aus dem Europeana Collections 1914-1918 Projekt auf dem Portal, sondern auch die Ergebnisse von 2 weiteren EU-geförderten Projekten. Das ist einmal das EFG 1914 Projekt. Ich freue mich, dass die Koordinatorin hier hinten noch im Raum sitzt. Und außerdem die Ergebnisse aus den Collection Days. Es wurden durch ganz Europa verschiedene Aktionstage veranstaltet, in denen Privatpersonen eingeladen waren, persönliche Erinnerungsstücke aus ihren Familien digitalisieren zu lassen. Diese Materialien kommen aus x verschiedenen europäischen Ländern, aus verschiedensten Kultureinrichtungen, aus verschiedenen Kultursparten und von verschiedenen Veranstaltungen bis hin zu Privatpersonen. Wurden in der Regel, lagen diese einsprachig vor, nämlich in der Sprache, die diese Personen gesprochen haben oder die Sprache, die in den Ländern, in denen die Institutionen sind, gesprochen wurde, und im Rahmen der Digitalisierung und der Zugänglichmachung auf einem europäischen Portal war es also die Frage, die Herausforderung, wie bringt man diese Materialien einem Publikum, bei dem man nicht unbedingt erwarten kann, dass es Deutsch oder Serbisch oder Französisch auf jeden Fall spricht und in dieser Sprache recherchieren kann, wie macht man die zugänglich?
Alles angefangen hat hier, in unserem Projektantrag stand dieser harmlos erscheinende Satz, dass man Möglichkeiten der transnationalen Betrachtung thematisch gleichartiger Objekte bzw. eine Zusammenschau verschiedenartiger Objekte ermöglichen möchte. Und aus diesem Satz ist also das Folgende entstanden. Zweitens, daneben, als wir mit dem Projekt uns im Projekt geeinigt hatten, dass wir diesen Mehrsprachigkeitsansatz verfolgen wollten, merkten wir sehr schnell, dass wir nicht alleine sind, sondern weitere Projekte auch für die Europäer digitalisieren und haben versucht, Kooperationen aufzubauen, was sehr gut geklappt hat, und zusammenzuarbeiten, um hier gemeinsam zu arbeiten. Die Ausgangsbedingungen, die wir vorgefunden haben in den einzelnen Institutionen, waren in der Regel die, dass die Projektpartner Metadaten hatten, die einsprachig vorlagen, aber in einer sehr hohen Qualität. Das heißt, es gab in den Landessprachen in der Regel Schlagwörter, die die Sammlungen jenseits dieses Oberbegriffs Erster Weltkrieg thematisch genauer einordneten. Es gab also Begriffe wie Propaganda, Kriegsgefangene, Kriegsdienstverweigerung, Schützengrabenkrieg, Zuordnung zu Fronten etc. Nur gab es diese Zuordnung eben immer nur in der Landessprache. Unsere Zielvorstellung war, dass ein Nutzer in der Europäana bzw. auf dem Themenportal mit einer einzigen Suchabfrage in einer Sprache die Möglichkeit hat, Objekte, die zum Thema Kriegsgefangene gehören, aus verschiedenen Ländern zu finden und diese nebeneinander präsentiert zu bekommen, unabhängig von der Sprache, in der er sucht. Und dann unser Ansatz. Wir haben es dann koordiniertes Probieren genannt, weil dieses Thema Mehrsprachigkeit von Anfang an kein Kernthema war. Wir aber während des Projekts gemerkt haben, dass es sehr wichtig ist, wir deshalb versucht haben, das, was machbar ist, ohne dass es in irgendeiner Weise geplant war, umzusetzen. Das, was jetzt kommt, klingt einfach, ist im Ganzen letzten Endes ein bisschen komplizierter. Hier im Schritt 1. Der Schritt 1 war, alle Partner wurden gebeten, ihre Sammlungen, die sie digitalisieren möchten, zu analysieren. Welche Themen stecken da drin? Welche Oberbegriffe lassen sich daraus extrahieren? Wir haben dann recht schnell festgestellt, hier sehen Sie von unseren italienischen Partnern aus deren Portal zum Beispiel hier ein Schlagwort Soldaten. Dann haben wir hier aus der Staatsbibliothek vielleicht den Begriff Krieg in sozialer Hinsicht. Und diese Begriffe waren also vorhanden, sie waren nur in den verschiedenen Sprachen und wir mussten herausfinden, was deckt sich davon, sodass man es gemeinsam weiterverwenden kann. Im zweiten Schritt ging es um die Einigung, auf welche Art und Weise wollen wir diese Daten in der Europäana zusammenführen. Es gab sehr schnell Einigkeit darüber, dass wir das Rad nicht selber neu erfinden möchten, sondern uns an ein bestehendes Vokabular anlehnen. Und die Auswahl fiel auf die Library of Congress Subject Headings, die für den Themenbereich Erster Weltkrieg eine sehr breit aufgestellte Schlagwortliste hatte und zudem mit Identifiern gearbeitet hat. Das heißt, das eigentliche Sprachlabel, die Sprache und der Text in der entspricht wie der Begriff Kriegsgefangener und die technische Übermittlung waren getrennt voneinander. Das heißt, wir konnten in unsere Metadaten eine Nummer schreiben und abhängig vom Nutzer und dessen Sprache wurde dann entweder Kriegsgefangener oder Prisoner of War oder der entsprechende Begriff in einer anderen Sprache angezeigt. Drittens, hier sieht es einfach aus. Hier sehen Sie ein Beispiel, wie es in den Metadaten am Ende aussieht. Die Daten mussten in die Metadaten hineingeschrieben werden, bevor sie an die Europäer gingen. Und viertens, wir benötigten für die Begriffe, auf die wir uns geeinigt haben, Übersetzungen. Hier sehen Sie ein Beispiel aus der Übersetzungstabelle. Das waren im Grunde die Zutaten, eine mehrsprachige Suche auf einem Portal zu ermöglichen. Was hier in 4 Slides sehr schnell dargestellt ist, war natürlich eine Diskussion, die länger als über ein Jahr gedauert hat und letzten Endes in den Details die ein oder andere Herausforderung bietet. Ich möchte hier nicht in die technischen Details gehen. Falls da Fragen bestehen, stehe ich danach gerne zur Verfügung.
sondern Ihnen jetzt zeigen, was man auf dem Europeaner 1914, 1918 Portal machen kann. Wie gesagt, die Ergebnisse aus den drei Projekten wurden zusammengeführt. Darüber hinaus kamen aber auch weitere thematische, weitere Digitalisate, die sich dem Ersten Weltkrieg zuordnen lassen und sich ohnehin in der Europeaner befanden, in dem Themenportal hinzu. Das Portal ist selber mehrsprachig und ermöglicht Sucheinstiege in mehreren Sprachen. Sie sehen also eine Einstiegsseite in verschiedenen Themen, die Sie in unterschiedlichen Sprachen anzeigen können. Es gibt die Sucheinstiege in verschiedenen Sprachen. Hier auf der linken Seite ist die Facette Subject. Hier, die beginnt mit Schlachtfelder, Feldzüge, Grabenkrieg und geht weiter. Hier sehen Sie eine Auswahl dieser Schlagworte, die wir vergeben konnten. Und diese liegen nicht nur deutschsprachig vor, sondern für einen englischsprachigen Nutzer eben genauso auf Englisch, für einen italienischsprachigen auf Italienisch und des Weiteren auf Französisch, Niederländisch, auf Dänisch und auf Serbisch. Das waren die Sprachen, die wir durch unsere Projektpartner im Projekt vertreten hatten und einfach übersetzen konnten. Eine Benutzung des Portals führt jetzt dazu, dass Sie in einer Suche mehrsprachige Suchergebnisse präsentiert bekommen. Hier also eine Suche nach dem zum Thema Propaganda, der erste Treffer aus Serbien, der zweite aus Frankreich, der fünfte aus der Staatsbibliothek. Und obwohl unsere serbischen Partner ihre Metadaten kyrillisch übermittelt haben, wird dennoch mit der Suchabfrage Propaganda der entsprechende Begriff gefunden. Sie bekommen Suchergebnisse aus verschiedenen Kultursparten präsentiert, also Beiträge aus Filmarchiven und aus den Bibliotheken, auch mit einer Suche, entsprechend über die gemeinsam vergebenen Themenschlagworte. Das Portal ermöglicht Recherchen und Vertiefungen zu bestimmten Themen. Wir haben hier ein Beispiel, der Kampf um Frieden. Das ist eine Schrift, die sich mit dem Thema Kriegsdienstverweigerung beschäftigt. Wenn Sie auf den entsprechenden Begriff auf dem Portal klicken, erhalten Sie Suchergebnisse aus anderen Ländern in anderen Sprachen, die wiederum mit diesem Themenschlagwort ausgestattet sind. Genau, hier unter anderem ein Film aus Belgien, den Sie direkt auf dem Portal auch ansehen können. Des Weiteren haben wir hier beispielsweise das Thema Jugendschriften und Bilderbücher. Kommen auch aus ganz Europa. Hier ein Kindermalbuch, beziehungsweise das, was man vor 100 Jahren dafür gehalten hat, ein Motiv und die entsprechende Seite für die Kinder zum Ausmalen. Es geht auch ernsthafter Fotoserien zum Thema Kriegsgräuel und Gräueltaten aus verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Partnern aus, oft mit der Sicht auf die jeweiligen Gräuel des anderen. Die Zwischenbilanz. Das Portal ist seit Januar online. Der Content darin wächst. Wir merken eine sehr, sehr positive Resonanz. Wer sich für die Statistiken und die Nutzerzahlen interessiert, findet direkt auf dem Portal tagesaktuelle Nutzerzahlenangaben. Wir können sagen, dafür, dass wir begonnen haben im Projekt und einen Just-Do-It-Ansatz verfolgt haben, zu sehen, was ist machbar. Ist es gelungen, verschiedene Sammlungen auf internationaler Ebene miteinander zu verknüpfen? Wir können, wenn wir über mehrere hunderttausend Objekte reden, nicht alle Metadaten in mehrere Sprachen übersetzen. Aber über die Auszeichnung durch verschiedene Themenschlagworte, die eine sprachübergreifende Suche ermöglichen, haben wir für einen Nutzer eine gute Möglichkeit geschaffen, mit einfachen Mitteln Content aus anderen Ländern in anderen Sprachen zu identifizieren. Darüber hinaus wird durch die Facetten und die vorhandenen Themenschlagworte, die Sie auf der Einstiegsseite bzw. in den Themenlisten finden, für einen Nutzer klarer, welche Themen können Sie überhaupt in dem Portal finden. Das war
in der Europeana, so wie sie vorher aufgebaut war, nicht ohne weiteres identifizierbar. Werde ich Materialien zum Thema Kriegsdienstverweigerung finden oder sind die vielleicht gar nicht vorhanden? Auch hier erscheint der Inhalt des Portals durch das klar sichtbare Thema transparenter. Durch die Anlehnung an die Library of Congress Subject Headings, also ein bestehendes, etabliertes Vokabular, ist es zudem möglich geworden, dass andere Institutionen, die ihre Inhalte digitalisieren und ebenfalls mit diesem System verschlagworten, automatisch diesem Portal hinzugefügt werden. Das heißt, wir haben also keinen Closed Shop produziert, der lediglich die Materialien kennzeichnet und auszeichnet und präsentiert, die wir selber digitalisiert haben, sondern eben auch Materialien, die wir selber vorher gar nicht kannten, die zum Thema gehören, die vielleicht aus Ländern stammen, die selber nicht zu unserem Projektkonsortia gehörten und trotzdem automatisch in dem Portal auftauchen. Letzten Endes hat dieser Just-Do-It-Ansatz also einen großen Schritt nach vorne gebracht über das, was die Europeana als Portal oder das Themenportal selber bisher bieten konnte, hinaus. Man muss aber auch gleichzeitig sagen, es ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Also dieses Thema Mehrsprachigkeit, die europäische Vernetzung von Metadaten, Verknüpfung ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Wir sehen es hier auf dem Portal deutlich daran, dass eben auch nur eine Teilmenge des vorhandenen Contents mit den Themenschlagworten ausgezeichnet werden konnte. Und die Frage bleibt, suggerieren wir damit eine Art von Vollständigkeit, wenn wir anzeigen, es gibt 4000 und noch was Begriffe zum Thema Kriegsgefangene. Des Weiteren stellt sich auch die Frage, was passiert nach dem Projektende, wie geht man mit weiteren Digitalisaten um, die teilweise eingefangen werden können, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig und erforderlich, weitere Einrichtungen zu informieren, dieses System zu unterstützen, etc. pp. Es gibt also noch keinen Automatismus. Hierbei möchte ich es erstmal belassen, stehe Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung und bedanke mich ansonsten für die Gelegenheit, hier zu sprechen. Ja.